Hallo Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Wir sind hier wieder bei Detroit Become Human. Und tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen komischer rüberkomme zum Start als sonst. Aber ich drücke hier fortfahren und wir sind hier Connor. Connor wurde erschossen. Connor. Hä? Hä? Connor. Oder kommt jetzt was vorgeschichtsmäßig oder so? Finde Amanda. Hä? Na, Amanda wird ja da in der Mitte sein. Ich habe ihn nämlich so gemocht, wegen den ganzen Mordsachen und gucken und... Das war alles so spannend. Und davon wollte ich mehr. Und dann wurde er erschossen und jetzt sind wir... Ich versteh's nicht. Was? Was war das denn jetzt? Hä? Das ist sozusagen nicht für mich geeignet. Oder ist er im Roboterhimmel? Der liebe Connor. Ja. Komm. Ab hier. Ja, ich gehe ja gleich hin. Aber ich finde vielleicht hier noch ein paar andere Sachen. Ja, ihr kennt mich doch mittlerweile. Ihr kennt mich doch, dass ich hier erstmal alles absuchen muss. Hier ist ja noch so ein langer Weg. Ist doch auch mal schön, oder? Nicht einfach nur immer durchsuchten und durchrennen. Und ja, wir müssen jetzt weiter nach vorne. Nee. Auch mal hier mal so ein bisschen genießen. Sich mal die Gegend anschauen. Wenn ich dort mit der Kamera so rumwirbeln würde. Boah, das sieht doch schön aus. Ich kann ja Männer nicht finden. Wo kann die nur sein? So, hier ist noch ein Bütchen. Und am Ende kommt nämlich denn so... Ja, du hast noch was übersehen. Ein rotes Schloss so. Ja, du hättest noch einen Bären erledigen können. Oh, ich bin zwar überall rumgelaufen, konnte ich aber nicht sehen. Naja, sprechen wir mal hier an. Bin jetzt gespannt, warum wir hier jetzt Connor sind. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Ach so. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Traumatisiert, würde ich sagen. Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm?
Unangenehm. Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Ach so, meinte sie jetzt den O. Oh, das meinte ich gar nicht. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Es tut mir ganz doll leid. Ich wusste jetzt nicht, dass sie den meinten, den netten Typen, den wir immer als Partner hatten. Oh, na der ist nicht unangenehm gewesen. Ach scheiße, das wollte ich nicht sagen. Ich fand ihn nicht unangenehm. Wir waren eigentlich gut zusammen so. Aber passt vielleicht in seine Gedanken von Connor. Naja. Tut mir voll leid, wollte ich auch nicht machen. Sonst hätte ich gesagt, ja, er ist nett. Ich bin ganz nervös, Mark. So, gucken wir noch mal ein bisschen hier oben. Spann dich. Erzähl ihnen, was passiert ist. Ey, unfassbar. Wir haben hier Connor zurück, Alter. Mann. Und vor allem, wenn man so einen fatalen Fehler macht. Sie hat so den kompletten Namen ausgesprochen, irgendwas. Und ich dachte so, sie meint jetzt den einen, der bei der Befragung... Die Lage spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Okay, was wollte ich sagen? Ja, ach so, ich dachte, die meinten den einen, der im Hintergrund war und die ganze Zeit so meinte, also der, ihr wisst vielleicht, wen ich meine, der so spießig war, so, ja, nee, macht man lieber so und so. Dachte, sie meinte den Typen, wie ich den finde. So, warum kann ich mir das jetzt eigentlich nur so angucken? Kann es mir jemand erklären? Naja, einfach nur so anscheinend. Na gut. Ja. Geh zum Empfang. Aber ich möchte vielleicht auch mal was anderes machen. Kein Zutritt ohne Autorisierung. Egal. Hab mich damit abgefunden, dass ich Sachen übersehe. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Gerne. Ohne Scheiß. Die Scheißmaschine hätte alle daran töten können. Was redet ihr denn immer?
Kann ich mit ihm reden? Nein, kann ich nicht. So. Ja. Jetzt habe ich eine Autorisierung, Bitch. Nein, ist ja nur alles Spaß. Nimm das nicht zu ernst. Hallo? Was guckst du mich so an? Alter! Jetzt will ich herausfinden, wo hier der Platz ist. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Ah, danke. Und so hätten wir sonst suchen müssen, wa? Immer. Siehst du, Fragen ist doch einfacher. Was haben wir hier? Auch irgend so eine Androiden. Oh. Androiden-Polizist, Modell PM-700. In Betriebnahme, August 2037. Oh, wir können uns alle angucken. Finde ich mich selbst auch. Aber ist krass, haben die neu gebaut und jetzt spielen wir den neuen. Den nächsten Connor. So, können wir mit ihm hier irgendwie noch quatschen? Poe Wilson. Oh. Tolles Namensschild. Ich will einfach nichts verpassen, Mann. Wenn man hier noch irgendwas finden kann. Oder irgendeine Möglichkeit hat, mit welchen noch irgendwas zu quatschen. Ja, aber... Oh, hier auch nicht. Ja, ist anscheinend der Boss. Der Captain. Captain Fowler. Detective Collins. Und hier ist er. Lieutenant Anderson. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Na gut. Erkunde das neue Büro. Klar, mache ich gerne. Vielleicht ist das eine neue Art von Glätteis. Und ich werde mich jetzt bemühen, nicht mal wieder so einen Fehler zu machen. Aber wir konnten ahnen, dass der Typ Connor erschießt. Der hat sogar gesagt, ich will nicht sterben, und dann erschießt er sich selbst. Ja, weil er im Stress war, aber trotzdem, wer hat damit gerechnet? Na, was hört er für Musik? Okay, ich hack mal nach. Ach ja, der hat ja immer Rock gehört, so. Oder Heavy Metal. Knights of the Black Death, Heavy Dark Metal. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beam. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Ruft er ihn auch an, Alter, und nervt ihn. Ist doch witzig. Ah. Anti-Androiden-Parolen. Nutze dein Gehirn, nicht dein Androiden. Androiden-freie Zone. Also hat er echt was gegen die. Volle Kanne.
Detroit Basketballkappe. Baumwolle Anteil 90%, Polyester Anteil 10%. Streichhölzer, Herkunft Jimmy's Bar, Holz Phosphor. Haare, Hundehaare, Bernardina. Was wir alles herausfinden. Fächer-Ahorn, Asien. Shishigazira. Sorry. Sage ich jetzt mal. Und Kaffeetasse, kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Ach echt? Krass. Krasser Ermittler, ey. In der Kaffeetasse Spuren von Koffein. Was macht das da bloß? Donuts, Kalorien 452. Oh! Gesättigte Fettsäuren 13 Gramm. Cholesterin 19 Milligramm. Kohlenhydrate 51 Gramm. Ich weiß ganz recht, war noch was auf Viereck. Ah, siehst du da. Wet Eyes Sondereinheit. 2027 abteilungsübergreifende Einheit, verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes Dealer Rings 2028. Nachforschung anstellen. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealer Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagnahmt. Detektiv Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Warum will ich immer Detective sagen? Detective Anderson zum Leutnant befördert. Jüngster Leutnant der Polizeieinheit Detroit. Leutnant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unerbittliches Mitglied der Einheit. Unentbehrliches Mitglied der Einheit. Was bloß los heute? Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Leutnant im Department schnell aufsteigen wird. Und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners. Neue Rekordmenge Red Eyes in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Eyes im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffs gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht, Anderson. Er war ein hervorragender Polizist. Hallo Lieutenant, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Oh, ich geh mit, oder, lieber? Ich geh lieber mit. Briefing anhören. Wie kann ich denn jetzt hier mitgehen? Ey Leute, was machen wir denn jetzt? Gehen wir mit?
Also entweder mehr über ihn erfahren oder bringen den Fall voran. Wir wollen aber mit ihm zusammenarbeiten. Der Fall ist, wir sollen die Gefühle kriegen, die Maschinen, die sollen wir zerstören, eigentlich sozusagen, ne? Das ist eigentlich der Auftrag, die Mission. Das ist der Fall. Aber wir haben welche kennengelernt, die gut sind. Deshalb entscheide ich mich jetzt mal ausnahmsweise nicht, für sonst würde ich mir das anhören. Aber ich sage, wir lernen Hank mal besser kennen. Nee, okay, das interessiert er jetzt eigentlich nicht. Warte. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Okay, wir hören doch zu. Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay, okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Wir konnten nur die Zeitschrift untersuchen, wenn wir mehr über Hank erfahren wollen. Ach du Scheiße. Ja, er ist sauer. Okay, ich gehe mal lieber weg. Hank. Sieh nach Hank. Gut, dann haben wir jetzt doch Zeit. Ach, das ist doch er. Berühmter Detroit-Maler stirbt. Karl Manfred. Oder Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. UN waren vor Dritten Weltkrieg. Detroit Today. Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Rowans Warnung. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Oh, das wollen wir uns mal angucken, oder? Oh. Karl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Karl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Aber wir hätten ihn auch nicht mitnehmen können, glaube ich. Denke ich mal, weil er meinte, nein, ich will, dass du mich mitnimmst. Manfreds Sohn Leo bat die Medien, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Ey, dieser Penner. Berühmt wurde Manfred in den 2020ern. Als Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Bacon. Nein! Was ist denn das? Ich wollte das nicht. So, warte. So, weiter. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen.
Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Der Gouverneur von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden